Kommst du mit? Nein, zum Teufel. Das ist mir einfach zu gefährlich. Wenn dir nichts an deinem Leben liegt, mir liegt sehr viel an meinem. Okay, du rufst die Polizei an und sag ihnen, erzähl ihnen irgendwas. Pass auf dich auf, du alter Dickschädel. Bei Ihrem Nachbarn strömt Gas aus. Ich muss alle Leitungen überprüfen. Hallo, mein Name ist Olly Gooding. Hallo, Mr. Highsmith. Mein Name ist Stanley White. Ich bin Ihr neuer Nachbar. Ich wohne seit gestern in Apartment 6. Brauchen Sie? Ich heiße Richard Wolf. Warum? Warum werde ich dir jetzt wohl die Kehle durchschneiden? Weil ich keine Nebenbuhler ertragen kann, war das klar und deutlich? Mir gehört sie. Du wirst mir Holly nicht wegnehmen, verstehst du? Ich bin ihr Mann. Und sonst kein anderer auf dieser Welt. Ich werde ihr das Paradies auf Erden bescheren. Ja, wahrhaftig, das werde ich. Ich habe ihr in New York bereits ein Zimmer eingerichtet. Und wenn sie dann nach den Ermittlungen wieder aus dem Gefängnis kommt, werde ich der Einzige sein, der auf sie wartet. So war das geplant, als ihre Mutter sterben musste. Eigentlich schade, denn im Grunde war sie ein guter Mensch. Ich hatte sie wirklich gern. Ich wollte als Kind immer Schauspieler werden. Darum gefielen mir auch diese vielen Masken so gut, in die ich geschlüpft bin. Sie sagten, ich hätte kein Talent, aber jetzt spiele ich die Rolle meines Lebens. Die Menschheit muss vor Ihnen geschützt werden. Maul, du Kitschroman-Autor. Ich muss Holly vor euch schützen. Ihr habt sie kaputt gemacht. Eure Welt hat sie verdorben und zu dem gemacht, was sie heute ist. Ein psychisches Wrack. Ihr mit eurem materiellen Denken. Von wahren Gefühlen habt ihr doch noch nie etwas gehört. Euer Gott ist das Geld, der Ruhm, der Erfolg. Und warum das alles? Weil ihr vor euch selbst davonrennt. Ihr seid doch die wahren Kranken. Ihr kauft euch Menschen, versucht sie umzudrehen und lasst sie dann fallen. Ich habe Hollys Vater erwischt, als er sie wieder einmal vergewaltigte. Da habe ich ihn aus dem Fenster gestoßen. Er war ein Schwein. Und dem kleinen Freddy verpasste ich eine Überdosis LSD, damit er sein ganzes Leben lang fliegen konnte. Er hatte zu seinen Pech alles mit angesehen. Der arme kleine Freddy. Aber er kam wieder auf die Erde. Also musste ich ihn natürlich auch beseitigen. Ich bin nicht sehr scharf darauf, dich auch noch umzubringen. Dann lassen Sie mich gehen. Tun Sie es nicht. Nein, Patrick. Auf Wiedersehen, Patrick! Oh!
Holly? Mach, dass es wieder gut wird. Es wird alles wieder gut. Keiner rührt sich von der Stelle, Polizei! Los, bewegt euch, geht in Stellung! Nicht schießen! Keine nicht schießen! Wer ist harmlos? Ich bin Ihr Freund, ich war's nicht! Alles klar, keine Gefahr mehr hier unten. Seht oben nach. Seht im Keller nach. Lasset uns nun beten. O Herr, wir bitten dich ehrfürchtig, nimm diese arme Seele in dein himmlisches Reich auf. Gib ihr deinen väterlichen Segen. Mit deiner Liebe und deiner Gnade wird sie die ewige Ruhe finden. Löse die Fesseln ihres physischen Daseins. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.